Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu South Park's Fractured Butthole. Und wir sind immer noch unterwegs. Ich habe vergessen, dass ich die Steuer auch noch ein bisschen ändern wollte. Aber naja. Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Alter. Okay. Fick dich, Mom. Fick. Drei. Dich. Mom. Sollten wir ins Raiders gehen? Die Kinder könnten was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pearls tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Jungigkeit, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pearls schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Mosquito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar, Mosquito schwirrt. Humankind, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crane. Wusch! Super Crack! Blitzfreak, du flitzt mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn, verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der. Blitz. Kuhn, ich bin. Super Craig? Super Craig hier, Kuhn, hörst du mich? Super Craig, scheiße, wo bist du? Ich wiederhole, scheiße, wo bist du, Super Craig? Na super. Ist jetzt das Sicherheitssystem kaputt? Was soll der Scheiß? Normalbürger haben im Kuhn-Versteck nichts zu suchen. Wir spielen Superhelden und du bist kein Superheld, also verpiss dich, okay? Nein. Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das Defernessy-Gerät da drüben. Was ist das denn jetzt? Zerfurnissi-Gerät. Du findest echt das Zerfurnissi-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Ah. Zerfurnissi-Gerät. Ey, du sollst nicht damit rumspielen. Okay. Wollte ich aber. Das finde ich bisher schon echt cool. Das hat ja ewig gedauert. Zerfurnissi-Gerät aktiv. Pip, 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 pip. Du willst also ein Superheld werden. Mit den großen Spielen. Ach, na mal sehen. Vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Alles klar. Was haben wir denn hier über Mosquito? Oh Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Und wo hier? Nicht da. Das ist Mosquitos Platz. Da auch nicht, du Idiot. Was? Wo denn? Achso. Okay, um Superhelden zu spielen? Du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Kunstagram ausfüllen. Hast du einen Kunstagram-Account? Kunstagram? Oh, du bist noch nicht mal auf Kunstagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Weil du neu hier bist, stehen erstmal nur 3 zur Auswahl. Speedster. Für den Speedster sind die Naturgesetze nicht mehr als Richtlinien. Er kann die Raumzeit krümmen und so der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen. Brutalist. Der Brutalist ist ein Nahkämpfer, der sich auf Verletzungen durch Fäuste spezialisiert hat. Und Gegner gerne mal fast in ein nahes Erdorbit befördert. Blaster. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ja, schon. Guck mal hier die. Blaster. Schau nicht einfach nur zu wie. Was? Ich bin gerade am Überlegen. Ich finde alle 3 cool. Speedster, Brutalist,
Speedster. Blaster. Komm, wir nehmen Speed, den. Speedhead braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit. Blaster mit Kräften mit großer Reichweite wie Cyclops. Okay. Ach ja, komm mal. Was? Ein Brutalist. Wookie ist kein Hirn. Passt zu dir. Und Speedster? Ein Speedster. Super schnell und. Naja, super schnell. Ich würde generell mal kurz hier auf die. Das ist ein wichtiger Moment in deinem Plan. Brutalist. Wie das Ding. Oder ein angepisster Batman. Ich glaube, Blaster ist gar nicht mal so schlecht für einen Anfang. Nehmen wir das da mal. Okay, Saftsack, aber jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Okay. Du gingst zum Spiegel. Ja, Moment. Da drüben, der Spiegel. Nee, noch nicht. Was haben wir denn hier so? Einfach, okay, geh einfach da drüben. Nein, nicht da, einfach. Verdammt. Ich möchte mal gucken, wie weit wir das hinauszögern können. Okay. Lass mal nicht länger warten. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Oh Gott. Nein. Du bist nach draußen. Nein. In der Schlafzimmertür deiner Eltern standen zwei Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts antun. Und da musstest du deine Blasterkräfte benutzen. Als Blaster fingst du an zu überhitzen, als das Feuer in deinem Bauch aufloderte. Du zögertest nicht, den Schurken die Hölle heiß zu machen. Okay, mach wie ihn. Bösen hast du frittiert. Also, das ist doch ein Quicktime-Event. Als die Flammen sich legten, begriffen die Schurken den Ernst der Lage. Scheiße! Meine Feuerteufel macht ernst! Oh Gott. Kinder sollen nicht mit Feuer spielen. Die Einbrecher kamen auf dich zu. Du lässt uns keine Wahl. Ja, bist du sicher? Du schlugst die immer näher rückenden Eindringlinge zurück. Oh ja, zurück mit euch. Alter. Der Blaster gefällt mir. Aber das ließen sie sich nicht so einfach gefallen. Hey, du kannst uns nicht so rumschubsen. Bist du sicher? Ah, wir können uns den Blaster generieren. Sie ahnten nicht, wie nah sie ihrem Ende waren. Alles klar. Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. So eine Reichweite. Ich geh kurz aus dem Weg. Als dein Kamerad fiel, näherte sich der extra hässliche. Ultimativkraft bereit. Abgekühlt, du kleiner Feuerteufel. Ja, dem haben wir es gezeigt. Du warst schwer verletzt, aber die Schläge des Eindringlings entfachten nur das Feuer in dir. Null. Du hast deinen ultimativen Angriff entfesselt. Die Gegenschlagsexplosion. Und so hast du sie besiegt. Alles schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was zum Teufel? Was du dann sahst, veränderte dein Leben und machte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad, deine Mom vögeln. Was? Geschichte. Du hast Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Alter. Und das ist das große Trauma deines Lebens.
bereit für deine erste Mission? Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Kunstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Nur so kann unser Franchise überleben. Alter! Oh, Mann! Einkauf? Der Kunststore wurde aktualisiert. Du solltest vorbeischauen. Achso, wir können hier Kostüme kaufen. Kuhnkuchen. Rezept. Ja gut, wir wollen jetzt alles. Ey, what the fuck, wie kommen wir auf so ein Bullshit? Entschuldigung. Oh. Instagram? Okay, Leute, lasst es mich wissen, wenn ihr da draußen eine Spur von Scrambles findet, das ist super duper wichtig. Die Helfer der Bürgermeisterin haben gesagt, sie hat so viel zu tun, um sich um meine Katze zu kümmern. Tut mir leid, Kuhn. Inventar, Kostüme. Also, nö, das mache ich später. Alter, what the fuck, ich feiere es jetzt schon ab. Sammle V, an dem du Leute dazu bringst, Selfies mit dir zu machen. Okay. Oh, ein Selfie, davon habe ich mal gehört. Neuer Follower, das ist völlig cool. Oh, wunderbar. Wir sehen uns dann im Internet. Okay. Öffne Kunstagram. Ja, da waren wir gerade eben schon. Country Jodo Wunderarsch. Okay. Kunstagram folgt automatisch deinen Followern, um deinen Helden einzuhören. Du brauchst mehr Follower, bevor ich einen Weg mit dir mache. Ja, ist ja gut. Hör mal auf, rumzukreien. Okay. Ganas Kostüm. Nee. So. Da oben ist auf jeden Fall. Oh ja, du hast den Rand des bekannten Universums erreicht. Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit. Was? Also, okay. Was haben wir hier? Hier war der Drache eben drin, ne? Ich mache ein Selfie mit dir, wenn du mehr Follower hast, okay? Okay, dann suchen wir uns Follower. Das hätte jetzt aber nicht als Selfie gezählt, ne? Okay. Gegengift. Kannst du Butters bei den Hausarbeiten helfen? Nee, das ist jetzt auch wieder kein. Ne, die wollen keinen. Okay, ich bin auf das ganze Crafting Kacke schaben. Also hier hat er das Badezimmer. Doppelkinn. Phytol-Zäpfchen, Alter. Bei den... Okay, da kann man was machen. DVD, griechisch, römisch, singen, Taschentücher. Verhaltenskodex für drei. Hobbydrohnenpiloten, Bibel mit Monogramm. Ich schätze mal, dass uns noch was fehlt, womit wir dann
irgendwann auch mal, war ich nicht im Zimmer von Butters? Von den Eltern? Ich bin gerade überlegen, wir wohnten noch bei Butters zu Hause. Ups, das wollte ich nicht. Oder vielleicht doch. Sorry, ich folge nicht jedem in den sozialen Netzwerken. Ja, das ist auch an sich ganz gut. Aber mit mir kannst du es machen. Hey, du. Ich krieg den Briefkasten nicht auf. Oh. Hey, du hast ihn aufgekriegt. Du hast's echt drauf, kleiner Superheld. Dankeschön, dafür machen wir ein Selfie. Und dieses war richtig. Jetzt Filme habe ich jetzt. Nö. Okay. Ein Selfie? Klar, leg los. Mit dem müsste ich da jetzt. Ah, okay. Ich war aber einfach zu schnell. Okay, cool. Gern geschehen. Oh, die schönen Pokémon. Okay. Ich schätze mal, ich muss einfach gucken, dass ich. Warte mal, hier bin ich schon zu Hause, oder? Mami, weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im Auge. Okay. Und das immer noch. Schade, ich dachte, wir könnten die Brownies mitnehmen. Okay, ich glaube, wir müssen immer noch gucken, dass wir mehr Follower kriegen. Wo ist denn unser Vater? Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Ah, jetzt können wir auch mit dem anderen machen. Jetzt sind wir wohl Freunde. Dann gucken wir mal, dass wir mit dem nochmal machen. Das sind genug gemeinsame Freunde für ein Selfie. Genug gemeinsame Freunde für ein Selfie. Oh Gott, Kevin Stoney, ich erinnere mich. Übel Wunderarsch, du sammelst schnell Follower. Weißt Wunder. Du, ein paar von den Kundfreunden erreiche ich nicht. Schau doch mal nach, was los ist. Nutze wir. Die Ketten von Supercrack strich mit Supercrack in Cracks Haus, triff ich mit Kyle bei seinem Haus. Okay. Okay. Dann machen wir doch erst einmal. Aber da haben wir eine Minikarte. Sehr schön, können wir jetzt auch mit dir ein Selfie machen. Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Jawoll. Selfie-Time. Johnny. Jetzt sind wir wohl Freunde. Und du auch. Okay, machen wir ein Selfie. Jawoll. Andre. Cool, oder Andre. Mach denn so etwas, das ist voll gemein. Keine Spur von Scramble zum Park, aber ich habe eine Idee. Mal sehen, ob ich recht habe. Hey, du! Weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier. Komm mal her, schau dir das an. Oh oh. Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. Das schreibt wieder. Einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren.
Wenn du heute nach dem Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Instagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Oh. Ich finde heraus, wer Randys Auto zerkratzt hat. Hallo, Opa. Mein Großvater wird nicht jünger, Billy. Ich brauche diese Gummis. Mensch, Billy, bist du groß geworden. Was? Hat dich da hier Oma so angezogen? Gott sei Dank muss ich nicht du sein. Ja, ich bin auch nicht Billy. Vergiss das Scheichhaufen. Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist schließlich eine Marke. Hoffe, du hast mir was mitgebracht, Billy. Okay, die wollen wir nicht. Das war mir irgendwie schon klar. Dann looten wir nochmal hier bei... Oh, Gegengiftsrezept. Ah, jetzt haben wir das Crafting freigeschaltet. Charakterbuchen. Macht Quelle Arsch. Okay, wir sollen 20 Rätsel lösen. Okay. So, Crafting. Was können wir denn machen? Wir können aber einmal hier Gegengift craften. Machen wir doch einmal. Und dann fehlt uns etwas. Und zwar eine Sportflasche. Aber finde ich auch super. Wir nehmen einfach irgendwelche Medikamente und haben... Was ist denn los mit dem Scheißding? Halt die Fresse, Shelly. Und schon haben wir ein Gegengift. Charakterbogen von Toolshed. Okay. Bringt uns das jetzt irgendetwas weiter? Nö, wir haben keine Verbündeten oder so. Ja gut. Ich würde sagen, bevor wir dann das weitergehen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich denke jetzt auch dann, dass ich die Einstellung noch ein bisschen umändere. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.